Ja. Wir haben jetzt anderthalb Tage damit verbracht, Energie- und Informationsmedizin so in der ganzen Bandbreite zu erörtern. Energie- und Informationsmedizin ist noch nicht die Medizin des Mainstreams. Das ist noch nicht überall so verbreitet. Aber es wäre auch gefährlich, die Energiemedizin in der Form, wie sie jetzt ist, zur Mainstream-Medizin zu erklären, weil bestimmte Sachen da eben auch noch nicht stimmen. Da ist noch zu viel experimentelles Geschehen drin. Wenn wir trotzdem in die Medizin der Zukunft mal reinschauen, werden wir sehen, dass die Energie- und Informationsmedizin einen immer größeren Beitrag leisten wird, gerade bei den chronischen Krankheiten. Bei den akuten Krankheiten ist die Schulmedizin, wenn wir es so nennen, eigentlich ganz gut aufgestellt. Und ich muss auch sagen, wenn ich einen Unfall hätte, wäre es mir lieber, wenn der Notarzt mir ganz normal hilft, anstatt dass er mit mir anfängt zu beten. Ja, also der soll sein Handwerk verstehen. Man könnte dann später darüber nachdenken, warum ich den Unfall hatte oder warum die Heilung so lange dauert. Da würde ich sagen, ist Energiemedizin wieder wichtiger. Wenn wir den Menschen mal so ein bisschen betrachten, dann kann man das nach Ebenen tun, man kann das anatomisch machen, man kann das auch vom Umfeld her mal mit betrachten. Und der Mensch, das haben viele Vorträge ja auch wieder gezeigt, lebt in einem nicht immer zugewandten Umfeld. Das ist oft toxisch. Das kann aber auch toxische Lasten enthalten, also akute Toxizität und chronische Toxizität, um es mal so zu nennen. Und diese Umfelder sind stoffliche Natur oder feinstoffliche Natur. Das heißt, wir haben auf der linken Seite auch feinstoffliche Toxine. Das kann auch mal eine toxische Familie sein oder eine toxische Beziehung. Da ist zwischen Arsen und einer toxischen Beziehung nicht viel Unterschied in der Wirkung. Beides ist tödlich langfristig, von der Dosis her. Und auf der rechten Seite haben Sie etwas, das Sie mitbringen. Dass sie entweder über die transgenetisch mitbringen, über die Ahnenreihe, sodass in der DNA oder auch epigenetisch da etwas drin ist. Es kann aber auch sein, dass sie über ihre Vorleben etwas mitbringen, dass sie eine karmische Belastung mitbringen. Und es trifft sich halt exakt bei uns als Individuum diese epigenetische oder transgenetische Last und die karmische Last. Deshalb sind auch eineiige Zwillinge so unterschiedlich. Denn der Baustein, der biochemische Baustein DNA ist identisch. Selbst die Schalter zum Zeitpunkt der Geburt sind weitgehend identisch. Wenn dann eine Stunde dazwischen liegt, vielleicht schon nicht mehr. Aber was die beiden Seelen der eineiigen Zwillinge mitbringen, diese unterschiedlichen, das sind die karmischen Verpflichtungen und die karmischen Verträge. Und deshalb werden sich die beiden auch unterschiedlich entwickeln. Und das ist über die DNA halt nicht erklärbar. Wenn wir uns den Menschen anschauen, dann können wir das in vier Feldern tun. Das ist so mittlerweile fast ganz gut geworden. Auch in der Mainstream-Medizin kennt man mittlerweile auch die Abhängigkeit von der Umwelt, vom Sozium, von der Gesellschaft, dass wir halt nicht einfach losgelassen sind. Und dass Geist, Seele und Körper eine Einheit bilden, aber nur dann wirklich zur Wirkung kommen, wenn man die Gesellschaft mit einbezieht. Und selbst in der Definition für Gesundheit bei der WHO steht das soziale Wohlbefinden mit drin. Nicht das Emotionale, das Soziale. Also die Seele war der WHO.